Weiterer Beweis. Der Fakt, dass zwischen Unzucht und Ehebruch in der Bibel unterschieden wird, dass es ein drastisch unterschiedliches Strafmaß gibt für die Sünde der Unzucht und für die Sünde des Ehebruchs, dieser Fakt beweist, dass der Staat sich einmischen muss. Schau, ansonsten könnte man sagen, hier meine Frau in Anführungszeichen, mit anderen Worten Freundin, mit der ich schlafe, die ist mir untreu geworden. Die schläft jetzt mit einem anderen. Das ist Ehebruch. Sie muss getötet werden. Aber schau, das ist eigentlich das, was die Bibel als Unzucht bezeichnet. Du schmutziger, kleiner Unzüchtiger, du hast gar kein Recht auf deine Freundin. Du hast kein Recht, dass sie bei dir bleibt. Was soll der Quatsch? Aber schau, wenn sich der Staat tatsächlich nicht einmischen sollte in die Ehe, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen Unzucht und Ehebruch. Dann könnte man einfach jemanden beschuldigen, der oder die hat Ehebruch begangen. Aber diese Beschuldigung könnte nur geprüft werden, wenn es Aufzeichnungen über die Ehe gibt, wenn es dokumentiert ist. Es ist also eine staatlich geregelte Institution. Ansonsten könnte der Staat nicht über das korrekte Strafmaß entscheiden. Schau, bei Unzucht, was ist das Strafmaß? Der Mann, der die Frau verführt hat, der muss Geld dem Vater zahlen und muss bereit sein, sich die Frau zur Ehe zu nehmen, zur Ehefrau zu nehmen. Außer der Vater hat was dagegen oder die Frau will nicht, nee, das ist ein Drecksack, eigentlich, nee. Daraus wird nichts. Aber er muss dazu bereit sein. Okay. Was ist das Strafmaß bei Ehebruch? Todesstrafe, okay. Da sollte man lieber sicherstellen, dass auch wirklich klar ist, dass die beiden verheiratet waren. Denn natürlich, die Ehe ist dann gebrochen, aber da muss sichergestellt werden, ist das dokumentiert? Sind die wirklich verheiratet? Ansonsten wäre es kein Ehebruch.